Ja, grüß euch, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid auf einem neuen Video bei unserem Kanal von Alpine Momente. Neben mir steht der Ricardo. Und der Ricardo und ich, wir nehmen euch heute mit auf eine richtige Spezialistentour bei uns im Enzbongau. Und zwar geht es auf die Starnfeldspitzaufe. Ich habe das Intro jetzt noch mal ein bisschen später gemacht, dass ihr gleich wisst, um was das geht. Und zwar gehen wir durch die Südwestrinde rauf. 48 Grad steil scheinbar, schauen wir mal, und da wollen wir nachher auch runterfahren. Viel Spaß bei der Tour, kommt's mit. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Wieder mal aus flacher Winkel bei der Raststation Dauernalm. Ihr kennt die Gegend von der Tour auf dem Tafelnock, da hinten eine. Manche von euch werden sich fragen, der Hund redet immer von Skitourenklassiker, aber es hilft nichts. Auch heute haben wir wieder, ja, man kann sagen, einen richtigen Skitourenklassiker bei uns im Salzburger Land am Visier. Und zwar die Tour auf die Steinfeldspitze. Wir werden höchstwahrscheinlich einmal über den Normalweg aufgehen, der ist schon mal extrem steil. Und wenn es von den Verhältnissen her passt, sprich, wenn die Sonne einer knallt und wenn es aufführt, fahren wir noch eine steilere Rinne runter. Der Ricardo kommt jetzt dann gleich. Viel Spaß, kommt mit bei der Tour. Was euch alles erwartet, erzählen wir am Weg. Ja, der Ricardo ist jetzt auch da und wir machen jetzt gleich vor dem Weggehen einen Gruppencheck. Beziehungsweise einfach einen Check, hier haben wir schon drauf. 2 Meter entfernt. Und für uns geht es jetzt unter der Autobahnbrücke durch und zur Kapellnummer. Ja, da unten kommt jetzt der Weg her, wo man ins Pleißlingtal reingeht, Richtung Tafelnock. Und für uns geht es jetzt da rauf Richtung Hafeichtkessel. Von da unten kommen wir jetzt her und da geht es weiterhin den Schlag da rauf. Was mir besonders taugt an der Tour ist, dass es gleich von unten weg geht und schon fast 300 Höhenmeter gemacht. Also da sieht man, wie viele Höhenmeter das da von unten rauf machst. War genial! Traum! Jetzt sind wir da schon herum über den steilen Hang und jetzt ist es einmal zuerst flach in der Sonne. Das ist so richtig das Gefühl von Freiheit, was man da hat. Nichts erdrückt worden, die Sonne schaut auch noch, die Sonne im Rücken, wenn du dich umdrehst, blendst dich, wenn du zuschaut, am Handy, am Fernseher, am Computer, setzt euch jetzt einmal die Sonnenbrille auf, weil es kommt blenden. Ah ja, Franz, was ich da sagen will. Wenn ich hinter dir gehe, dann brauchst du sowieso keine Angst haben. Perfekt. Also, ihr seht, alles ist voll safe, der Ricardo hinter mir. Da drüben, Windschaufel, absolute Rarität. Sehr gefürchtet bei uns, die Tour. Von den Einheimischen vor allem. Ja, ich weiß nicht umsonst Windschaufel. Jetzt sind wir Hafeicht herum, hinter mir die Alma und jetzt geht es für in den Kessel. Da sieht man schon die Starnfeldspitze oder einen Teil davon. Da links rauf, kommt auf der Kamera natürlich nicht so imposant um, wie es in Wirklichkeit ist. Aber ihr seht es nachher gleich, was das für ein brutaler Berg ist. Ja, wir sind jetzt da im Kessel. Ricardo und ich stehen da vor der Starnfeldspitze. Aufgehen werden wir über die Normalflanken. Die ist da drüben, seht ihr noch nicht. Und da vorne haben wir einen Rinn gesehen. Wenn es passt, noch ein Bock mal die Ricardo, gell? Ja, das schauen wir sich dann noch genauer um. Genau. Anschauen tun wir uns noch. Irgendwas haben wir gelesen, dass noch eine mit 48 Grad sein sollte. Vielleicht ist das die, aber keine Ahnung. Wir messen da nicht. Von da hinten kommen wir jetzt her. Jetzt sind wir im Kessel. Und jetzt ist es eigentlich gerade an der Zeit, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir jetzt weitergehen. So für einen Normalaufstieg durch die Flanken
oder ob wir die Tiere Dissima packen und uns die Rinnen anschauen, wo wir gesagt haben, dass wir vielleicht die Rinnen fahren wollen. Und in den Entscheidungsprozess binden wir euch jetzt rein. Bei mir ist gleich Schnee ist hirscht. Ja. Kompakt. Lasst euch dann überraschen in der nächsten Sequenz. Hätte ich gesagt. Jawohl, da schalten wir aus und die Entscheidung treffen wir allein. Ciao. Ich hätte gar nicht anschalten brauchen. Ich habe die Kamera ausgeschalten. Ricardo sagt, ja, gehen wir die Rinn. Also ja, passt, wir gehen die Rinn da rauf. Ja, ich bin froh, wenn es so was geht. Ja. Ich hab da hinten noch gesagt, wir fahren nicht. Ja, hat gesagt, wir haben gefreut, aber kaum circa was steilst, dann will er da rauf, der Hund. Der ist ja auch so faul. Der will nur keine Kilometer gehen. Ja. Vielleicht liegt es daran, weil er vorgestern 60 Kilometer lang gelaufen war. Wir sind jetzt da mehr oder weniger beim Rinneneinstieg. Gelände da jetzt auch schon fast 40 Grad steil. Von da ganz unten aus dem Kessel kommen wir her. Und jetzt gehen wir einen Schritt führen. Und da seht ihr da rauf die ganze Rinne. Ja, keine Ahnung, wie steil das die nachher tatsächlich ist. Ja. Jetzt geht's in den Steigeisen rein und aufgestapft. Ricardo und ich haben jetzt auf 2000 Meter Skidepot am Rucksack gemacht. Und jetzt stapfen wir die Rinne auf. Ich bin bereits beim Rinneneinstieg. Geht gleich ziemlich steil los. Tag gut, der Schnee, gell? Gut, ja. Ja, also das mit den 48 Grad, da unten, das kann schon hinkommen, oder Ricardo? Ja, ich hab gesagt. 45 auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Jetzt wird's flacher. Nur noch gute 40. Handschuhe hätte man anziehen sollen. Ziemlich kalt. Ja, da unten drinnen ist die Rinne. Ausstieg habe ich jetzt nicht gefilmt. War ziemlich schwer. Kombiniert, groß, Schrofen, Fels, Schnee, ungut zum Gehen. Die Einfahrt in die Rinne schaut von unten besser aus, wie es ist. Da kommst du de facto nicht sicher mit den Ski durch. Ich habe gerade den Ricardo gesagt, dass ich da nicht runterfahre. Und der Ricardo hat auch gesagt, er ist da dabei. Gipfel rauf. Schaut ganz kompakt aus und ja, wir stapfen auf, oder? Ja. Es sind jetzt nur noch 200 Höhenmeter, die Steilheit nehmen wir jetzt gleich bedeutend ab. Da unten kommen wir jetzt her, wir sind in der Südflanke, voll in der Sonne und ja, gute 150 Höhenmeter noch bis zum Gipfel. Ricardo, das Spurvieh. Da unten sind wir jetzt rausgekommen. Und der Ricardo steigt jetzt auch gleich aus der Flanken aus. Ich bin schon am Grat herum und da vorne ist der Gipfel. Steile Leiten, gell? Da unten die Flanken, wo wir hergekommen sind. Dann außer quer auf dem Grat, wo der Ricardo ist. Und weit rum ist jetzt auch nicht mehr auf dem Gipfel. Anspruchsvolles Skitourlei. Yeah.
schön. Voll. Ja, letzte Meter. Mal sagen, jetzt bin ich schon froh, dass wir hier oben sind. War halt gar nicht so unohne von der mentalen Belastung da rauf. Nicht was die Lawinengefahr anbelangt, sondern einfach, du bist da in so einer großen Flanke drinnen, ziemlich steil, keine einzige Spur geht rauf. Du musst alles selber anlegen und das ist halt da eine mentale Herausforderung. Aber umso happier bin ich jetzt und vermutlich der Ricardo auch auf der Steinfeldspitze herum. Bergheil. Bergheil. Super, sehr geil. Oh, Bergheil, Leute. Bergheil. Wie gefällt es euch? Jetzt war es an der Zeit, fetten Daumen nach oben da lassen, wenn das noch nicht der Fall war. Und jetzt gibt es Gipfelaufnahmen für euch. Wir hoffen, die Gipfelaufnahmen haben euch gefallen und jetzt geht es an die Abfahrt. Ihr kriegt wie immer so gut wie mögliche Abfahrtsaufnahmen auch. Diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind, schaut euch auch unsere anderen Skitourenvideos an. So geniale Abfahrten und vor allem in der Fülle gibt es selten irgendwo auf YouTube. Viel Spaß mit der Abfahrt. Wenn es euch dann am Schluss gefallen hat, Daumen nach oben, nicht vergessen. Da gehen wir es wieder mal an. Why do you still hurt? Who's wrong and who's right? I cannot decide, 'cause I'm sober tonight. I cannot escape. I'm here till it breaks. Oh. Ja, Kyle. Oh.
Jawohl! Caro und ich sind wieder gut herunten bei der Poststation Dauernalm. Die Tour selber, Normalweg auf Starnfeldspitz rauf, ist auch schon anspruchsvoll. Ich denke mal bis 45 Grad ja, teilweise. Gell? Ja. Die Rinn, die wir gemacht haben, war noch einmal anspruchsvoll rauf. Runterfahren war heute ein Harakiri-Kommando gewesen, weil die Einfahrt war schlicht und ergreifend einfach nicht sicher möglich. Ja, so wenig Schnee drinnen war und wenn du da irgendwo beim Felsen hängen bleibst, dann liegst du unten und dann können dann die Bergrettung und Co. zusammenklauen. Das will keiner. Auf jeden Fall Starnfeldspitz, richtig geile, lässige Tour für fortgeschrittene Skibergsteiger. Genau. Lawinensituation muss immer tipptopp sein, muss gut passen. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann geht das eigentlich auch den ganzen Hochwinter. Ricardo, möchtest du noch was sagen? Ja. Also wir sind ja dann im Normalweg sozusagen runtergefahren, südostseitig müsste das gewesen sein. Da heißt es halt auch aufpassen auf die Wächten und da ist der Überstieg nicht ganz leicht auf dem Grat. Also von dem her schon recht anspruchsvoll und auch wenn viele einen Pickel nicht gerne mitnehmen, ich würde Steigeisen und Pickel empfehlen, weil es einfach sicherer ist. Man hat in der Rinn auch wieder gesehen. Das bringt einfach nichts, es ist gescheiter, man hat es mit und braucht es nicht.
Ja, und braucht es nicht, also ich mein... Braucht es und hat es nicht, genau. Ja. So kann man es immer nehmen, ja. Ja. Super durchgehen. Super, war richtig lässig. Wenn es euch genauso gefallen hat wie uns, dann würdet ihr unseren Kanal und unser Video, das nämlich von der Starnfeldspitze, unterstützen und uns einen Daumen nach oben gebt. Und wer in Zukunft nichts mehr von uns verpassen will, Kanal abonnieren und die Glocken aktivieren. Auch das unterstützt unseren Kanal. Also ich hab's was davon, wir haben was davon, wir freuen uns. Danke so. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat, denk. Servus.